Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich war zwischendurch fleißig, ich habe hier noch gewartet, dass meine Batterien gleich aufgeladen sind. Hab gut gegessen, hab mir Materialien besorgt, weil ich wollte, die habe ich jetzt nochmal eben offline gesammelt. Ich hatte ja eh Wartezeit wegen den Batterien, weil ich mir alles herstellen jetzt wollte für die zweimal Glas brauchen wir, ne? Für die Seemotte, damit wir... Oh, die Batterien scheinen fertig zu sein. Es ist so schön ruhig geworden. Was brauchen wir? Die Energiezelle. Ich habe mir doch noch eine Energiezelle gecraftet, weil ich denke mir, es wäre ärgerlich, wenn ich hingehe und das Schweißgerät ist leer oder so. Mir eben noch ein Medipack rausgeholt. Ich weiß nicht, wie schnell das da neu respawnt. Ich glaube nur alle 20 Minuten. Ne? Dann werde ich wahrscheinlich nur ein Medipack haben, wenn ich rübergehe. Weil das ist mir doch verdammt nah an der Motte, an der Aurora. Und ja, haha, da ist sie. Schön. 7. Ich will Screenshot machen. 6. F6. Genau, F6 ist es. Sehr schön. Ja, sieht doch immer wieder gut aus, wenn sie das machen, ne? Nicht kaputt machen. So, da ist sie. Erstmal mit dem Originalnamen, sehr schön. Die schnappen wir uns gleich und dann düsen wir da mal rüber. Ich will noch irgendwas mitnehmen. Nee, ich will mal gucken, was ich jetzt überhaupt mitnehme. So, man sagte mir, nimm möglichst wenig mit, möglichst viel Taschenplatz. Du brauchst allen möglichen Platz. Das wird ein Problem. Weil ich brauche die drei Batterien. Ach, wir haben nur einen Schmierstoff gebraucht, wir hätten mir die Rennerei ersparen können. Ich brauche einen Lasercutter, ich brauche ein Schweißgerät, das ist glaube ich ganz sicher. Warum habe ich denn jetzt das Messer nicht auf? So, das Messer will ich auf 1, den Scanner auf 2, den Laserschneider auf 3, das Schweißgerät auf 4 und kann man das mittlerweile? Nein, kann man nicht. Und den Feuerlöscher auf 5. So. Streng genommen brauche ich das Konstruktionswerkzeug hier nicht. Dann kann das auch hier bleiben. So. Ich habe noch was zu trinken und zu essen mit. Nicht viel zu trinken. Ich nehme hier noch ein zweites mit, weil es ist ja bald auf 80%. Das heißt, 3 Plätze kriege ich noch frei. Vielleicht einen vierten. Feuerlöscher kann man leer machen und wegwerfen sonst. Also mit weniger Inventar kann ich da nicht rübergehen. Glaube ich nicht, dass das geht. Na toll. Will ich im Dunkeln da hin? Nein. Definitiv will ich da nicht im Dunkeln hin. Ja, ja, ist ja gut. Was mache ich denn nochmal? Na toll, der hat sich noch nicht erholt. Das nehmen wir mal eben raus ganz kurz, weil wir hören noch mal eine Nachricht eben ab. 9 neue biologische Subjekte ausgesucht. Moduswechsel, Jagen analysieren, Teile, Standort der Subjekte mit anderen Agenten. Okay. Agenten? Dann habe ich die Daten wohl gesendet. Denke ich mir einfach mal. Dann machen wir das nochmal. Wir haben ja kein neues Signal bekommen. Das ist immer noch Liveport 8. This is Lafayette in Liveport 17. Survived impact. There's something outside the hatch. And it's trying to get in. Radio contact in static. Also statisch ist draußen. Okay. So. Ja, Liveport 17 hat sich gemeldet. Lafayette, irgendwas ist außerhalb seines Liveports und will rein. Das ist natürlich irgendwie unangenehm. Wo ist Liveport 17 denn? Okay. Das ist näher dran. Was macht denn hier dieses Zick-Zick-Zick-Geräusch? Was macht denn das Geräusch? Kommt das vor? Ich geh mal lieber wieder rein.
kommt das von mir hier? Ah, sehr schön. Das geht aber schnell. Wisst ihr was? Dann schneide ich hier mal eben und warte mal eben auf Tag. Das halte ich ja für die beste Idee. Und hier noch ein Fisch. Ne. Dann besorge ich mir noch mal eben ein, zwei Fische. Ey, da bist du mir aber jetzt echt zu nah dran. Komm, wir schnappen uns den Pieper hier. Komm her. Ja, da hilft auch nicht, Augen zu machen. Und noch mal was zu trinken, wenn es irgendwie geht. Dann schnappen wir uns auch mal den Fisch hier. Die können wir beide kochen. Oh, mir sind hier alle zu viele Fische unterwegs, die hier echt nicht hingehören. Doch, die gehören hier hin. Bei mir gibt es ja eine große Diskussion in den Kommentaren, ob das ein Bug ist oder nicht. Müsst ihr mal lesen, voll lustig. Hat mich sehr unterhalten, muss ich sagen. Okay, gut. Ich warte mal eben, bis es wieder Tag ist und schneide hier mal eben. Komm her. Und hier war noch irgendwo, irgendwo war noch einer zu sehen. Da war noch einer zu sehen. Den nehme ich mal eben mit und dann verabschiede ich mich bis gleich. Okay. So, da bin ich wieder. Es ist tagsüber. Ich habe nochmal gegessen, getrunken. Ich habe mir dummerweise einen gekochten Pieper hergestellt, was ein bisschen blöd ist. Und ich würde sagen, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zu System Liveport 8. Ich bin mal gespannt, ob das so nah an der Aurora, ob da ein Reaper ist, wie nah an das an der Aurora ist. Ich möchte jetzt erstmal zu Liveport 8. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich direkt zur Aurora gehe. Ich habe zwar theoretisch alles dabei, aber was ich brauche. Mal gucken, wie nah da dran ist. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie das ausschaut mit den Reapern. Ich muss ein bisschen auf meinen Strom achten, weil ich keine weitere Powerzelle habe. Ne? Also es ist nur die eine, die hier drin ist. Auf der anderen Seite, wir kommen ja fix näher. Hm, 96, ja, also hin und zurück komme ich hier locker mit. Und nicht mit dem Wal kollidieren will. So. Dann bin ich mal gespannt, was das wird hier. 180 Meter. Ich hoffe, dass die Reaper auch wieder Geräusche machen. Eigentlich hoffe ich eher, dass ich sie nicht hören werde. 44, 32 Meter. Ah, 8 Meter? Oh, das hängt an der Oberfläche. Aber das Signal wird doch da unten angezeigt. Das ist ja komisch. Okay, was haben wir denn da drin? Gehen wir mal rein. Erste-Hilfe-Pack ist immer gut. Und Wasser? Kein PDA oder so? Ich habe doch einen Hilferuf bekommen, oder nicht? Zu viele Livepods. Zu viele Nachrichten. Ich sehe kein PDA. Erhöhte Strahlungswerte festgestellt. Das kann mir doch aber egal sein, ne? Mit dem Strahlenschutzanzug. Ja, aber da stimmt doch was nicht. Das geht, na gut, das Signal geht auch nicht weg. Dann muss es aber Liveport 8 sein, oder? Oh, das finde ich jetzt ja wahr. Okay, ist das Signal vielleicht nicht ganz. Aber viel war da ja nicht drin zu holen. Ja, dann können wir auch weitergehen zur Aurora, finde ich. Aber ich habe ein bisschen Bammel, dass hier ein Reaper ist. Dann müsste er hier unten irgendwo rumschwimmen. Noch höre ich keinen. Ja, doch, irgendwas höre ich da. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht einer ist. Okay, wir docken hier mal an. Okay, hier kommen diese Kampfkrabben schon wieder. Gut, dass ich drei Medipacks dabei habe. Ne, komm, das sammle ich jetzt nicht alles, oder? Na. Aua. Hey, Jungs. Was ist... Ne, komm. Wir gehen rein. Wir gehen erstmal rein. Kisten hin oder her. Ich habe hier alles Mögliche, was ich brauche an Material.
Erstmal rein in die Rohre. Das ist das, was ich ganz gerne möchte. Es sind mehr geworden hier, was? Au, 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 au. Wir nehmen wieder den normalen Weg. Den wir immer nehmen. War das ein Reaper-Geräusch? Oh, komm, hier, Kampfkabel. Hau ab da. Die können wir mal aufmachen. Noch eine Batterie. Ja, komm, wir nehmen Batterien mit. Wir brauchen Batterien. Na doch, komm. Sonst kann ich ihn immer noch wegwerfen. Was ist denn das für ein übles Geräusch hier? Das wird aber kein Reaper gewesen sein, oder? Das klingt nach so einem tiefen Grunzen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Wir machen nochmal ein Foto hier. Ein Gruppenfoto mit Dame. Also das Geräusch gefällt mir überhaupt nicht. Dieses... Aber gar nicht. Ja, da ist heiß hier. Hier auch. Komme ich da durch? Komm, wir löschen es lieber. Das sieht mir zu gefährlich aus. Wow. Okay, da steht eine Kiste in Flammen. Ey, komm, mach hin. Mach hin! Nimm die Batterie raus. Danke. Es fängt doch viel an zu brennen. Und wir nehmen jetzt schon mal einen Erste-Hilfe-Kasten. Wow, okay, es sieht jetzt ganz anders aus hier. Cargo Bay Administration, wie geil. Okay. Systeme laufen wohl keine entfernten Flugschreiberdaten herunterladen. Okay, alles klar. So, dann machen wir das doch mal so. Boah, ich kann hier viele Fotos machen, was? Ich weiß gar nicht, wovon zuerst. So, wo lang gehen wir? Hier rechts war, glaube ich, gar nicht so interessant, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Wobei, doch, da möchte ich rein. Ah, jetzt habe ich natürlich keine Propulsion Cannon, ne? Nee, sowas habe ich jetzt nicht dabei. Was ist denn das? Ein Abfalleimer. Wie geil. Ich habe das Gefühl, ich hätte mehr Feuerlöscher gebraucht. Ich mag jetzt nicht ausschließen, dass wir hier nochmal wieder hinkommen müssen. Komm, hier muss doch was einscannbares sein. Da ist doch Papier auf dem Tisch und alles, oder? Oh, da ist noch ein Poster. Was ist das denn hier Schickes? Das Papierstuhl wurde erforscht. Datenterminal, Daten herunterladen, ja. Was ist denn? Ein zurückgelassener PDA. Pornsuit MK2, wie geil. Ein Werbeplakat dafür. Wie cool ist das denn? Okay, da gehen wir mal eben rüber. Das nehmen wir auf. Müssen wir das löschen? Sieht jetzt nicht so wichtig aus, ne? Ne, dann den PDA. Essential Life Things. Es wackelt hier aber ziemlich. Ach so, ach, die Geburtstage. Kim's, my birthday. 40 weeks still before we get home. Okay, noch 400 Wochen, bis wir nach Hause gehen können. Es fühlt sich aber an wie 400 Wochen. Lots of credit on doing for this. 1454 Cargo Bay Code. Okay, dann kommen wir erst in die Cargo Bay rein. Altera Launches the Aurora. Altera Launches the Aurora. Ah, das läuft unter Code, unter Codes. Altera Launches the Aurora. Wow, okay, das war viel Text. Ich blende den mal eben so an, lese mir mal eben für mich durch. Mann, wackel nicht so. Okay, das ist quasi die Ankündigung, dass die Aurora gestartet wird.
Travel from Space on the Edge of Altera Space. Making hands of human or fish source to find different transcripts. Okay, also irgendwie mehrere hundert Sprünge durch 9 verschiedene Gebiete hat das Schiff gemacht, um dann irgendwie auf der entfernten Seite des Ariadnearms in 3 Monaten zu landen. Okay. Another Command Crew und Pilot the Ship from Final Phase get arrival next. Okay, 18 Monate später sollen sie im nächsten Sonnensystem ankommen. The Senate of Engineers und Final Phase get arrival. Okay, mehrere Trillionen hat das haben sie daran investiert. Und irgendwie soll innerhalb von 6 Monaten dann irgendwie ein neues Gate, so ein Sprungtor aufgebaut werden, glaube ich. Okay, interessant. Das ist ein bisschen zur allgemeinen Story der Aurora. Hier müssen wir eben dringend was trinken. Okay, spannend. Dann gehen wir doch mal rüber auf die andere Seite. Ja, aua. Irgendwo vielleicht hier oder so. Das sieht verdammt heiß da oben aus. Da komme ich aber eh noch nicht durch. Das wissen wir ja irgendwie schon. Der ganze Kram stand hier letztes Mal auch noch nicht rum. Ach so. Okay, deshalb hat man mir gesagt, ich sollte... Ach nicht, jetzt backe ich fest. Na, okay, gut, ist wieder weg. Deshalb hat man mir gesagt, ich sollte was mitnehmen, damit ich... damit ich die hier rüberschieben kann, die Kisten, damit ich dann darauf springen kann. Ich komme hier nicht weiter, das ist das Problem. Ich komme hier nicht rüber. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich hier nicht durchkomme. Ich glaube, beim ersten konnte man sich noch mit Tricks behelfen. Ach, sag bloß, meine Reise ist jetzt hier schon vorbei. Das wäre ärgerlich. Ja, man kommt hier nicht rüber. Man muss die verschieben können. Und dafür bräuchte ich die Schubkanone. Alles klar. Das ist so ein doofer Cliffhanger, ey. Den habe ich mir aber auch nicht ausgesucht. Vielleicht schaffen wir es doch irgendwie anderweitig hier. Man könnte eventuell von hinten kommen, von unten. Von dem Raum, der auch... das können wir mal versuchen. Höchstens. Also bevor ich jetzt hier versuche, eine Stunde Walljump zu machen. Oh. Schubkanone vermangeln. Okay, ich ganz gerne noch ein zweites von. Ey, da liegt ja noch ein PDA. Aurora Engineering Drone, User Log. Wo ist es denn hin? Aurora Engineering Drone, User Log. Berkeley. Verdammte Drohne, I said Propulsion, not Repulsion. Er hat eine Repulsion-Kelly bekommen. Drone. Rekalibriert externe Sensoren. Sensoren sind schön, funktionieren gut. Er hat ein bisschen Feintuning gemacht. Oh, das ist doch mehr Text, was? Hä? Warum kommen das jetzt zweimal? Ach nee, ich habe zu weit vorgespult. Okay. Tony, you suck. I know it's not your fault, but please take this thing off. Okay, er will unbedingt, er hat eine Repulsion-Bekennung bekommen und die wollte er nicht haben und die Drohne hat ihm was Falsches geliefert. Dann hat er eigentlich eine bekommen. Okay, alles schön. Tolle Unterhaltung mit einer Drohne. Ich hätte jetzt ganz gerne das zweite Fragment dafür. Von der Idee her würde ich jetzt erwarten, dass das hier irgendwo rumliegt. Vielleicht da oben. Bin mir nicht sicher. Wir löschen es mal. Nee, das sah so aus, als würde da vielleicht etwas liegen. Habe ich mich geirrt. Ja, aber hier muss doch irgendwie dann noch das zweite Propulsion Cannon Fragment rumliegen vielleicht, oder? Das wäre ganz reizend, wenn es das tun würde. Da oben brauchen wir, glaube ich, nicht entlang zu gehen. Dann kommen wir eh nicht entlang. Nee, hier liegt jetzt auch nichts.
Ach, ein wenig ärgerlich, dass ich hier jetzt nicht weiterkomme. Also ich gucke mich lieber noch mal genau um. Ich habe das andere Fragment ja eben auch übersehen. Oder liegt es vielleicht hier und ich kann es einscannen. Kann man sich ducken denn? Nee, ducken geht auch nicht in dem Spiel, ne? Wenn ich jetzt hier rüber gehe, komme ich auch gar nicht mehr zurück vielleicht. Okay. Was finde ich schade. Okay, dann plündern wir hier noch die anderen Kisten. Auf dem Feuerlöscher. Da lag ja noch einer zum Beispiel. Noch ein Erste-Hilfe-Kasten. Wir sollten uns hier näher umgucken. Also selbst wenn ich das zweite Fragment jetzt finde, muss ich auf alle Fälle erstmal zurück. Wir könnten versuchen, diesen Hintereingang zu nehmen. Das können wir mal machen. Das ist noch eine Idee, die ich da hätte. Aber so wie es aussieht, werden wir in dieser Folge jetzt hier nicht großartig weiterkommen. Aber okay, gut. Ich habe ja auch erst nur gesagt, dass ich zum Live-Pod will. Und trotzdem, es bleibt ja spannend. Finde ich jedenfalls. Weil wer weiß, was hier noch so alles finden. Die Energiezelle nehmen wir mit. Natürlich. Das Signal nehmen wir mit. Noch eine Energiezelle, die wir mitnehmen. Und wir suchen jetzt hier alles ab. Dass wir hier wenigstens nichts vergessen oder übersehen. Ohne von den Krebsen hier totgebissen zu werden. Immerhin gab es ein paar Batterien. Ist ja auch eine sehr schöne Sache. Und Energiezellen gibt es reichlich hier. Was ist... okay, Wasser. Noch ein Erste-Hilfe-Pack. Wo liegt denn das zweite Fragment rum? Ich glaube eher, dass es vielleicht gar kein zweites Fragment hier gibt. An der Stelle. Sondern, dass das ein Hinweis war, dass wir eine Propulsion-Cannon brauchen, um da weiterzukommen. Weil man sonst ja nicht ganz sicher sein kann, ist da noch was? Ist da nichts? Wie kommt man da durch? Das ist also von daher vom Spiel wahrscheinlich... Aua! Einfach nur ein netter Hinweis. Wir müssen jetzt was essen. Au, verdammt, der hat mir eher wehgetan, ne? Der Pieper. Okay, wir versuchen hier mal wegzukommen. Ich würde ganz gerne mal eben speichern. Sicher, sicher. Wenn ich die Funktion schon mal habe, nutze ich das auch. Wegen des Reapers da draußen. Ah, na... Welcome aboard, Captain. Ich erwarte zumindest, dass hier irgendwo einer ist. Und dann wollen wir mal versuchen, hier unten an der Kante entlang zu schwimmen. Und vielleicht kommen wir von hinten rein. Ja, schwierig, ich weiß. Weil es gab doch hier auch diesen Alternativweg, dass man direkt in diesen verstrahlten Raum reinkommt. Ist allerdings ein ziemlich weiter Tauchweg. Müsste aber gehen. Irgendwo. Ja, ist ja gut. Ja, hier sind auch nochmal Wracks. Ich weiß, die kann man alle untersuchen. Ich habe jetzt aber gerade eher vor, da versuchen reinzukommen. Falls es diesen Weg noch gibt. Den kommt mir jetzt ein bisschen weit vor. Falls es diesen Weg noch gibt. Es sieht jetzt gerade nicht so für mich aus, als würde es diesen Weg noch geben. Weil das ist ein bisschen zu weit hinten, finde ich. Letztes Mal war der noch da. Aber dafür müsste auch hier irgendwie ein kleiner Abgrund existieren. Mit einem Loch. Oder ist es jetzt hier? Das sieht alles sehr geschlossen aus und die Textur ist auch nicht sehr schön, muss ich sagen. Moment, vielleicht kommen wir ja hier. Hä? Nee, ich glaube eher, da haben sie nicht aufgepasst. Nee, da komme ich auch nicht rein. Das ist nur
Das ist nur ein Texturfehler. Kann ich hier was einscannen? Nee, das ist nur Metallschrott. Hier müssten aber eigentlich Teile für die Cyclops auch liegen, ne? Das ist auch nur Metallschrott, ne? Ja. Ja, komm, Hai bleibt mir vom Leib. Hai bleibt mir vom Leib. Pass auf, dann looten wir hier doch nochmal eben ein paar Kisten. Dann müssen wir nochmal zurückkommen. Geht nicht anders. Ich finde es gerade sehr schade. Ich habe mich da gerade echt drauf gefreut. Aber gut, ich kann auch nicht zaubern. Und gut, man hat mir ja gesagt, Wellen im Propulsion kann man mit, aber die wächst ja leider nur nicht an den Bäumen, ne? Auf den Bäumen. Das heißt, wir müssen dann erstmal versuchen, das Fragment dafür zu finden. Dann dauert das noch ein bisschen, bis wir das haben. Viele Energiezellen. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir schon mal. Weil man mir sagte, ja, sammel mal nicht so viel Materialien irgendwie, weil du wirst in der Aurora genug finden. Gut, das war jetzt wahrscheinlich auf die Batterien und sowas alles bezogen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es darauf bezogen war. Ich bin ganz froh, dass ich hier gerade keinen Reaper höre. Und ich wollte sagen, hier muss aber auch eine Kiste sein. Okay, also Erste-Hilfe-Packs habe ich jetzt reichlich. Da kann ich mich gar nicht beklagen. Aber ich würde da lieber rein. Hier war doch was zum Scannen. Achso, nur der Fisch. Ja, das ist schön. Motte. Ach, Mensch. Hier sind noch zwei Kisten. Die mache ich mir mal eben auf. Sollte mich da irgendwas beißen von hinten? Ich habe ja genug Erste-Hilfe-Packs dabei. Ich kann mich ja fünfmal heilen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ah, wo sind eigentlich die ganzen Cyclops-Teile zum Scannen? Du bist auch nochmal eine Kiste. Okay, ja, ich hätte da nur eine Idee. Kehre ich jetzt zurück oder suchen wir mal eben... Was war denn hier im Pilzwald? Aua. Ich will mal gucken, ob wir hier noch schnell ein Fragment finden. Vielleicht ja gleich für die richtige Narre. Okay, das sind Eier. Ich bräuchte das Workbench-Fragment auf jeden Fall auch. Okay, ich muss aufpassen, so tief komme ich nicht. Cyclops Brückenfragment, sehr gut. Ja, Mensch, okay, gut. Wir waren schon mal halb drin. Wir haben ein bisschen Story eingesammelt. Wir haben ein paar PDAs bekommen. Sind jetzt leider nicht weiter in die Aurora vorgedrungen. Aber, jetzt bin ich heiß. Jetzt habe ich auch Lust auf mehr, muss ich sagen. Aber unbedingt, definitiv. So, die sammeln wir hier erstmal alle auf. Und, ich mache mich da mal, glaube ich, auf den Rückweg. So langsam. Aber über Umwege, dass wir scannen, was wir einscannen können, wenn es irgendwie geht. Also offen gestanden sind hier die Brückenfragmente. Hier liegt da noch was. Ist das vielleicht auch nochmal so ein Brückenfragment? Ja, ist es. Dann haben wir schon mal die Brücke komplett. Das ist doch gut. Okay. Guti, okay, dann wünsche ich euch was. Wir sehen uns hoffentlich am Montag wieder. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Das ist die Insel hier oder wo bin ich jetzt überhaupt gelandet? Erstmal orientieren hier. Ich will mal auftauchen und dann werde ich mich, glaube ich, auch hier ausloggen. Vielleicht machen wir dann ab hier weiter. Ich habe noch ein bisschen was zu essen. Ich habe auch noch ein bisschen was zu trinken. Wir kommen ein bisschen über die Runden und Strom haben wir auch genug. Genau. Dann würde ich mich hier mal eben verabschieden. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Seid Montag wieder dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.